Mir geht es im Moment nicht so gut. Es ist immer so, zum Staffelende denkt man sich, jetzt könnten wir mal aufhören mit der Dreherei. Aber kaum macht man mal 4 Wochen Urlaub, schon denkt man an nichts anderes und vermisst es. Denkt man eigentlich schon seit der ersten Staffel, aber es ist, muss man sagen, erste Staffel oder Mitte zweiter Staffel haben wir schon gesagt, ne, ich glaube, jetzt sollten wir langsam aufhören. Der Hempfert hat nach dem ersten Drehtag der ersten Staffel gesagt, ich glaube, Serie ist nichts für mich. Das weiß ich noch. Ja, aber jetzt ja, macht doch jetzt Spaß. Wenn wir alt und grau und sitzen am See, können wir uns gar nicht mehr bewegen. Deswegen. Wir haben ja gesagt, wir machen es jetzt bis zur Rente, weil es ist nicht mehr so lang. Kommt drauf an, wer sich durchsetzt. Ja. 67 Stimmt. oder 65. Wurde allerdings neulich auch schon gefragt, ob wir es so lange machen, bis einer stirbt. Das ging auch. Also insofern. Je nachdem heißt es dann halt Hubert oder Staller, die Serie. Oder es ist dann eben so eine letzte furchtbare Szene, wo einer alleine am Grab steht. Finde ich es ganz schön. Eigentlich ein schöner Grab. Frage ist, wer? Wir hatten auch schon mal die Variante, dass wir gemeinsam mit dem Wagen 3, dem sogenannten, nach Belgien fahren. Also auf jeden Fall stirbt der Wagen als erstes. Ich glaube, er stirbt zur vor Sterbehilfe. Uns. Genau. Also, aber den Wagen eigentlich. Ja. Mir ist wurscht, dass ich das nicht weiß. Das ist einfach mal locker. Man hat Zugang zu sehen. Wenn man eine Serie dreht, kriegt man jetzt nicht im Vorlauf ein halbes Jahr im Vorlauf ein Drehbuch. Ne? Also es ist relativ kurz bemessen und man kriegt manchmal erst so 2-3 Wochen vorher, bevor der Dreh losgeht, das Drehbuch. Zuerst kam aber der Anruf vom Regisseur, vom Holger Gimpel, und der meinte so, Mensch, ich habe gesehen in deiner Vita, du kannst tanzen. Und ich sagte, ja, kann ich. Also Salsa, Flamenco und so Standardtänze. Ja, ich kann auch Tango. Nee, Tango habe ich noch nie gemacht. Pass mal auf, Anne, du hast jetzt 2 Wochen Zeit. Kannst du das irgendwie hinkriegen? Und naja, was macht man als Schauspieler? Ja, natürlich kriegen wir das hin. Hab mir also den nächstbesten Argentinier in Berlin geschnappt und habe gesagt, du pass mal auf hier, super Tango-Profi aus Buenos Aires. Ich muss das hier lernen. 2 Wochen habe ich Zeit. Und das hat mich riesig gefreut. Das macht mir totalen Spaß. Also es ist wirklich so, manchmal lernt man beim Drehen bei Hubert und Staller Dinge, die ich so alleine nie gemacht hätte und die so ins Leben einfach mitgenommen werden. Wie zum Beispiel Tango tanzen. Man soll ja nichts Negatives sagen. Ich bin halt als Doppelbelastung, da ich in 2 Serien fest drin bin, ist es schon so ein Fulltime-Job, weil es ist ja mit Drehen allein nicht abgetan, sondern man hat ja so viel Vorbereitung und eben viel zu lernen und man wird auch nicht jünger, das Gehirn wird auch nicht jünger, also es strengt von Jahr zu Jahr immer mehr an. Aber ich habe grundsätzlich Lust immer schon gehabt auf diesen Beruf. Ich bin dieses Jahr in meinem 30-jährigen Film- und Fernsehjubiläum und mal schauen. Aber ich bin auch ein Mensch, ich nehme den Druck so aus dem Leben raus und auch aus dem Beruf, weil man kann sowieso das nicht alleine entscheiden und einfach mal ein bisschen laufen lassen und damit fahre ich ganz gut. Und bis jetzt, es läuft und läuft und läuft. Und jetzt bin ich über 50 und es läuft immer noch. Also bin ganz happy. Das ist für mich total die echte Herausforderung, weil ich in aller meiner Arbeit eigentlich nicht sehr körperlich bin. So, ich bin eigentlich immer so ein bisschen low und so ein bisschen wenig, mache wenig. Ich bewege mich wenig, auch vor der Kamera. Und jetzt mal ein paar so körperliche Sachen zu machen und das mit dem Stunt. Ich habe schon mal einen Stunt gemacht in einem Film, da hatte ich echt Schiss. So, und heute hatte ich voll Bock. Ich hatte so Lust, mich über dieses Auto drüber knallen zu lassen. Einfach um zu schauen, wie sich das anfühlt. Und dass dann auch der Stunt-Koordinator irgendwie kam und mir vorher sagt, welche Übungen ich machen muss,
damit es mir jetzt nicht gleich ganz weh tut. Das war nicht alles cool. Also ich habe da schon Bock. Also mehr könnte ich, glaube ich, nicht. Also wirklich Stunt kann ich nicht, weil ich nicht fit genug bin. Aber das so kleine Sachen ist super. Kinder, ich sage euch eins. Vertrag ist Vertrag. Ja, mein Großvater war Polizist, also warum nicht? Ich weiß nicht, ob ich ein guter Polizist wäre, das kann ich nicht sagen. Also besser vielleicht als Riedel, möglicherweise. Scheiße! Ja, ich habe die Drohne besorgt und außerdem soll ich doch schauen, wo hier ein guter Startplatz sein könnte. Also ich finde, ich habe großen Respekt vor dem, was die Leute da machen. Und bei uns heißt es ja immer, wir verarschen die Polizei und sonst irgendwas oder nehmen die nicht ernst. Das finde ich gar nicht, weil... Hubert und Staller haben eine Aufklärungsrate von 100%. Also von daher nehmen wir das schon auch ernst, würde ich sagen. Nein, habe ich nicht. Ich finde, dass wir nach all den Jahren ein bisschen mehr wagen dürften. Also wir dürften ein bisschen mehr, also ein bisschen anarchistischer werden, weil die Leute müssen auch, es darf auch für alle ein bisschen mehr Abwechslung geben. Das heißt also, man sollte die Autoren bitten, da einfach ein bisschen tiefer in die Kiste zu greifen. Also die Figuren sind so standfest, dass man mit denen einiges machen kann. Also wir müssen da nicht immer diesen schmalen Grat zwischen Wache und den, sagen wir mal, bekannten Außendrehs machen, sondern man könnte da schon richtig loslegen, mal ein bisschen expressiver werden. Wenn er mal nicht zufällig da rum, ich bin oft da. Weil die Katharina und ich, wenn wir es dann nicht kennenlernen. Ja, freilich. Ja? Das ist doch eine billige Ausrede, ist doch das. Wie kann es sein, dass ich irgendwie in ihrer Busmesse stehen, wenn auf der Hemd liegt am Kasten kein Tod? Was? Sie haben einen Fuß. Dankeschön. 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 Wunderbar. Next. Wenn er sagt, nee, ich hab Termin, dann ist der Weg. Quatsch.
Brille um. Ich könnte auch ein bisschen in der Sonne liegen. Genau.